Na, You alles klar. okay? Wir denken schon gleich. Yeah, thanks. Guess they were too much for me. I'm just gonna have to train harder. You're pretty tough. You really handle those things. Are you here to enter the games? What games? The games. To see who's strongest. One day, I'm gonna win them all and become a true hero. Hank, where are you? Front and center right now, or I'm packing on another 1,000 laps. Uh-oh, gotta go. The Coliseum's just up ahead. I hope I get to see you fight there sometime. A competition. I should find out how strong I really am. Ja. Du mit deinem Ego, das hat dir gerade noch gefehlt. Ein Turnier, wo du beweisen kannst, wie toll du bist. Das ist genau das Richtige für ihn. Genau so was brauchen wir jetzt. Das holt ihn sicher zurück ins Licht. Ah, zumindest kann man während dem Ladebildschirm schön was trinken. Ist da auch was drin? Oh, Geld! Wahnsinn! Kann ich da irgendwo hin? Ja, sieht alles ziemlich abgegrenzt aus hier. Ja, ja, okay. Dann gehen wir einfach mal Richtung Olymp. Zumindest ist der da im Hintergrund zu sehen. Ach, die Arena. Jeez Louise, one chump after another. It's like a who's who of Decathlon disasters around here. All I need is one measly warrior tough enough to give Zeus a jolt of his own medicine. Wait. Dark, moody, powerful? Yes, he's perfect. This is it. How sad is this? Huh? Pains me to see it. All that power going to waste. Who are you? Name is Hades, Lord of the Dead, God of the Underworld, yada yada, how you doing? Hey, let me guess. You're trying to put the kibosh on the darkness inside you. Am I right? Of course I'm right. Well, anyway, bad idea. Wait, what? Okay, stay with me. Darkness is inside everybody. Nothing to be ashamed of. You play nice with it, and darkness will be your best friend. But if you go and get all self-conscious and refuse to face it, the darkness will run over you like a debutante at a toga sale. And then where are you? Nowhere! Now me, I look at you, and I see potential. That's right, kid. You got the potential to conquer the darkness inside you. And I'll even give you some pointers. I mean, believe me, if anybody knows conquering, I know conquering. Well, let's hear it then. How do I conquer the darkness? Easy. You sign up for the games. I know, I know. Please, Lord Hades, the games. But hey, you would be surprised what you can learn in the heat of battle. And don't worry, I'll be right there to guide you every step of the way. I'm kind of what you'd call an expert in the art of darkness. Oh, decide fast. This is a limited time offer. Ach ja, der ist auch immer. Der wird's auch nicht mehr ändern. Mr. Dunkelheit höchstpersönlich. Irgendwie vertraut unser lieber Terra immer den falschen Menschen, habe ich das Gefühl. Dem lieben Meister Xehanort, der irgendwie nur Fieses im Schilde führt. Und Hades, der irgendwie nie was Gutes im Schilde führt. Es ist immer das Gleiche hier. Kommt einfach nicht aus. Ach ja, ich wollte mal kurz da reinschauen. Vitra hat die maximale Stufe erreicht. Das ist doch mal schön. Habe ich jetzt zwei Vitra schon? Ja, ich habe sogar zwei Vitra voll. Das bedeutet, nehmen wir, keine Ahnung, Zeitkristall. Da haben wir auch noch nicht ausprobiert. Notaufladung. Perfekt. Noch irgendwas voll, Feuerer fehlt nicht mehr viel. Fesselschlag ist voll. Mit was kann ich den verbinden? Irgendwas, das entbehren kann, natürlich nicht. Okay.
Also ich kann ja mal schauen, theoretisch würde das Aero irgendwie wegkriegen. Mit was kann ich denn das überhaupt verbinden? Mit Blitz, mit Magnet. Passt. Antigravra. Okay. Nehmen wir mal steigernde maximalen EP. Heilkunde. Hat ihr das schon? Ich weiß es nicht. Ach, Blitz ist auch voll. Können wir das theoretisch auch direkt fusionieren hier? Wenn wir gerade dabei sind, Blitz. Und Blitz. Und ein Kraftkristall diesmal. Kombo-Meister, sehr schön. Perfekt. Ganz viele neue Sachen und ganz viel neue Angriffstechniken. So, noch irgendwas weg? Nee, passt, okay. Haben wir irgendwelche neue Fertigkeiten jetzt? Geselligkeit. Die Anzahl von Gegnern gefallen, dass Link-Kugeln. Ach so. Die blauen Kugeln steigen. Die Regenerationswirkung deiner Heil-Items steigt an. Das ist auch nicht schlecht. Die Nachladezeit aller Kommandos in deinem Deck verkürzt sich, wenn deine LP unter 25% fallen. Ist auch gut. Und Kombo-Meister hatten wir, glaube ich, schon, oder? Genau. Schaden des letzten Schlags, deine Kombo steigt. Okay. Sollte alles passen. Noch irgendwas Neues. Super Angriffsformel. Wirkung zeigt sich bei der Kommandofusion. Dann noch irgendwas Neues. Irgendein neues Kommando hatten wir noch. Wahrscheinlich ein neues Item. Ja, okay. Gut. Sind wir wieder voll ausgerüstet hier. Die Karte direkt mal holen. Die ganzen Trophäen schon. Was eigentlich witzig ist, wenn man die Trophäen. Also in Kingdom Hearts 2 steht bei den Trophäen, glaube ich, überall dabei, dass wir die gewonnen haben in Kingdom Hearts 1. Deswegen sage ich, ist das komisch. Ja, ja. Was für ein komischer Humor. Okay. Habe ich jetzt hier gespeichert? Ja, 3.9. Passt. Passt, alles perfekt. Da sieht man sogar die Uhrzeit, wo ich gerade spiele. 23.47 Uhr. Wer spielt denn um solche Uhrzeit noch Kingdom Hearts? Meine Güte. Was muss das für ein verrückter Mensch sein? Haben wir irgendwas Neues? Irgendwas Interessantes? Blitzra, Vigra, Antigravra. Ja, 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 ist interessant, interessant, aber passt schon. Okay. Ich bin bereit, natürlich. Wer ist denn nicht bereit? Wahrscheinlich Herkules. Dieser kleine Schwächling mit seinen Minimuskeln. When are you gonna tell me how to conquer the darkness? Hold your chariot horses. You would not believe the bureaucracy involved with these things. Name? Terra. Kind of earthy, but all right. Now. Height and weight. What's this? Favorite god? Come on, Hades. There. I sense that you're already starting to get all warm and fuzzy with that darkness inside you. It's sweet, really. And hey, by the time you win the final match here, you'll have figured out how to conquer it for good. And don't worry, anything goes wrong, I'll make it all go away. Service with a smile. I got it. Ach Gott. Ist der immer solchen Leuten Traumbus. Aber er ist mein Lieblingsgott, steht auf dem Formular. Eindeutig. Müsste es sogar fast unterschreiben, weil er einfach so cool ist jedes Mal. So, erste Runde. Besiege deine Gegner innerhalb der Zeit. Oh, das Zeitlimit könnte das einzige sein, was mir hier Probleme macht. Wenn ich immer schön in die Formen reinkomme, sollte das alles kein Problem sein. Gewonnen. Okay. Runde 1. Bleib ich da? Ja, ich bleib sogar in der Form. Perfekt. Feuersbunst! Perfekt.
So, direkt wieder Feuerangriffe machen. Oh, nee. Damit ich da direkt wieder in die Form reinkomme. Genau so. Komm, bisschen Blitz für dich. Und erledigt. Das kann mir noch den Kragen kosten, dass die Attacke immer so lange dauert. So, bei dem mache ich den Spezialtrick. Einfach weil ich gegen den nicht kämpfen will. Oh nee, das sind die Schuhe, die sich immer auf den Boden stellen und dann nicht mehr angreifbar sind. Oh nee. Schnell besiegen. Was? Ah, ich hasse das mit dem Zeitlimit. Komm gar nicht mal richtig dazu, hier in die Form reinzugehen. Muss ich jetzt... Ach, natürlich muss ich wieder von vorne anfangen. Ich wusste, dass bei der Welt irgendein Haken war, den ich... Weswegen ich die nicht so gern mochte. Mach echt ein bisschen wenig Schaden, muss ich sagen. Am besten in der Form bleiben, eigentlich. Eigentlich muss er wirklich in der Form bleiben, versuchen. Okay, es geht halt schwer, wenn man gegen solche Gegner kämpft. Und dann automatisch einfach die angreifen muss. Aber ich könnte den hier machen, weil dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs und mache, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, der ist sogar hier gar nicht mal so schlecht. Ja, schöne Zeitverschwendung. Danke, Ventus. Genau, was ich jetzt brauche. So. Jetzt kommt der Dicke wieder. Ja, bei dem, wenn ich wieder den hier. Könnte ich öfter verwenden. Das ist eine gute Attacke. Macht das Schaden? Oh Gott, das macht gut Schaden. Ja! Oh, bitte lass es gleich mal zu Ende sein. Okay. Funktioniert ziemlich gut sogar, würde ich mal behaupten. Ja, es funktioniert gut mit der Ventus-Form. Immer schön die Kugeln einsammeln, damit ich da auch schön drin bleibe. Gehen wir den Trick nochmal. Diesmal mit... Finalattacke. Oh nee. Ah, verdammt. Ah, okay, das kann jetzt länger dauern. Was heißt die fortsetzen? Wieso? Ach so, weil ich jetzt nicht verloren habe. Ah. Jetzt gestorben bin. Das ist natürlich anders gehandelt. Wahrscheinlich meine Leiste auch. Ne, ist gar nicht aufgebracht, okay. Das wäre jetzt ein bisschen nervig gewesen. So, den ersten Bar kann ich noch so erledigen. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. So, jetzt einmal reinschlagen und sollte ich in die Feuerform kommen. Genau. Gut, dass der mich noch einmal treffen darf davor.
Schnell weg damit! Boah! Das war viel zu knapp einfach.